Hier sind Templer? Die Leute scheinen zu glauben, die Templer beschützen sie vor der Inquisition. Sie sammeln sich auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich denke, dort wollen die Templer sich mit euch treffen. Dann haben wir wohl keine Wahl. Sie wollen die Leute beschützen. Kehrt nach Haven zurück. Jemand muss sie informieren, falls wir aufgehalten werden. Wie ihr wünscht, my lady. Gute Leute von Val Royeaux, hört mich an. Gemeinsam trauern wir um unsere Göttliche, um ihr naives und wunderbares Herz, das durch Verrat zum Schweigen gebracht wurde. Ihr fragt euch, was mit ihrem Mörder geschehen wird. Nun, ich werde es euch sagen. Seht ihn euch an. Den sogenannten Herold Andrastes, der sich anmaßt, sich zu erheben, wo unsere Göttliche fiel. Wir sagen, er ist ein falscher Prophet. Ein Prophet, der niemandem dient, außer seiner selbstsüchtigen Gier. Wir kamen in friedlicher Absicht hierher, um zu reden. Und das ist eure Antwort? Ich bitte euch. Setzen wir uns zusammen und schaffen wir die wahre Bedrohung aus der Welt. Das stimmt. Die Inquisition will diesen Wahnsinn nur beenden, bevor es zu spät ist. Das ist es längst. Die Templer sind zur Kirche zurückgekehrt. Sie werden sich dieser Inquisition stellen, damit die Leute wieder in Sicherheit sind. Oh! Ganz ruhig. Sie ist unter unserer Würde. Wollte ich auch gerade machen. Als würde ich irgendetwas zu eurem Vergnügen machen. Lord Sucher Lucius, wir müssen dringend mit euch... Ihr haltet den Mund. Lord Sucher? Ihr habt eine Ketzerbewegung begründet und eine Marionette zu Andrastes Propheten erhoben. Ihr solltet euch schämen. Alle solltet ihr euch schämen. Die Templer haben niemanden im Stich gelassen, als sie die Kirche verließen, um die Magier auszumerzen. Ihr seid es, die versagt haben. Ihr, die ihr unsere rechtschaffenden Schwerter mit Furcht und Zweifel straft. Wenn ihr hier seid, um der Kirche zu gefallen, kommt ihr zu spät. Das einzige Schicksal, das hier Respekt verlangt, ist das meine. Templer,
Einer eurer Brüder befehligt die Streitkräfte der Inquisition. Schließt euch uns an, wie er es getan hat. Ein zuverlässiges und loyales Mitglied des Ordens. So loyal, dass er ihn für einen falschen Herold verließ. Aber Lordsucher, was, wenn er wirklich vom Erbauer geschickt wurde? Was, wenn... Ihr seid zu höherem Berufen. Stellt keine Fragen. Ich werde den Templerorden zu einer Macht formen, die sich alleine gegen das Chaos stellt. Wir verdienen Anerkennung. Unabhängigkeit. Ihr habt mir gar nichts gezeigt. Und die Inquisition? Weniger als nichts. Templer, Val Royo ist unseres Schutzes nicht würdig. Wir ziehen ab. Sympathischer Bursche, was? Hat Lord Sucher Lucius den Verstand verloren? Denkt ihr, man kann vernünftig mit ihm reden? Das hoffe ich. Und falls nicht, gibt es im Orden gewiss jemanden, der anders denkt als er. So oder so, wir sollten zuerst nach Haven zurückkehren und die anderen informieren. Was ist das? Ein Pfeil mit einer Botschaft? Ich denke, dieser Bote... Ihr seid der Herold Andrastes, nicht wahr? Ich habe hier eine Einladung für euch. Sie haben uns verlassen. Die Templer überlassen uns den... Guten Tag. Einen guten Tag wünsche ich. Die Inquisition, hm? Gut, ich verkaufe an euch. Nur erwähnt bitte meinen Namen nicht, falls sich die Kirche von euch abwenden sollte. Nichts gegen euch, aber ich muss schließlich hier leben. Und Val Royo kann äußerst traditionell sein.
Alles gut, wie es aussieht. Natürlich. Einen guten Tag wünsche ich. Schenkt ihr mir kurz eure Aufmerksamkeit? Großverzauberin Fiona? Die Rädelsführerin des Magieraufstandes? Ist es nicht gefährlich für euch, hierher zu kommen? Ich hörte von dieser Zusammenkunft und wollte den sagenhaften Herold Andrastes mit eigenen Augen sehen. Falls ihr Hilfe mit der Bresche braucht, wären meine Leute vielleicht die klügere Wahl. Heißt das, die Magier werden uns helfen? Jedenfalls wären wir bereit, mit der Inquisition zu verhandeln. Betrachtet das als Einladung nach Redcliffe. Sprecht mit den Magiern. Eine Allianz wäre schließlich für beide Seiten von Vorteil. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Au revoir, my Lord Herold. Kommt. Lasst uns nach Haven zurückkehren.